Ja, China 2020. Das passt ja auch sehr gut. Fünf Arten von China im Jahr 2020 von Philipp.psd, der Cutter von Paluten. Müder Zwerg. Ich muss gleich mal eine Pause machen und meinen Kaffee holen. Ja, ich fange was an. Ja, ich war jetzt in letzter Woche auch im Home, nicht im Homeoffice, im Präsenzunterricht. Im Homeoffice bin ich nächste Woche wieder. Wir haben Wechselmodell. Eine Woche Homeoffice, eine Woche Schule, eine Woche Homeoffice, eine Woche Schule. Nervig. Ja, kenn ich jetzt auch sehr gut. Auch im Homeoffice kenne ich jetzt noch von der vorletzten Woche, also nicht die letzte Woche, sondern die davor. Stell den Kaffee halt neben den Rechner. Mach ich doch, mach ich immer. Dann brauche ich erstmal, muss ich erstmal machen. Da muss in der Pause gemacht werden. Dann steht er auch hier neben dem Rechner. Wo ist denn eigentlich Michi? Der pennt noch. Ja, die Leute, die mal im Unterricht noch pennen und die Kamera nicht aktiviert haben, das gibt's immer, das kenne ich immer. Ihr seid gerade beim schriftlichen Addieren, oder? Das ist ungefähr. Das kennt man immer vom Homeoffice. Die Schüler, die immer bei uns gibt es auch in der Klasse zwei, drei Schüler, die dann immer die Kamera nicht anhaben. Und da weißt du auch, warum die Kamera nicht anhaben. Die dann auch nicht darauf reagieren, wenn der Lehrer was fragt. Der Lehrer wundert sich, wir Schüler wissen es, warum der Lehrer nicht reagiert. Warum der Schüler nicht reagiert auf die Fragen. Hat seinen Grund, warum die Kamera aus ist. Der den Unterricht verpennt. Leute, im Moment verbringt ja jeder ungefähr 50% seines Tages in Zoom-Calls. Außer man ist arbeitslos. Bei uns Und? ist Microsoft Teams. Das ist das wundervolle Programm Microsoft Teams. Ich könnt euch Lieder drüber singen. Es ist halt wirklich, könnt euch literally Lieder drüber singen, wie was bei Microsoft Teams falsch läuft. Wir haben wahrscheinlich einige Sachen, die bei Microsoft Teams falsch laufen, hier gleich noch in dem Video drin. Ich kenne das Video, ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Hier wird es noch, es werden einige Sachen noch aufgezählt werden, die ich auch habe, die auch passieren, die technisch Sache sind. Oder man ist einer von den Lehrern, die nicht mal den Overhead-Projektor zum Laufen bringen. Aber heute geht's nicht um die Lehrer, sondern um fünf Arten von Schülern im Jahr 2020. Der mit dem Mikrofonproblem. Genau das wollte ich gerade schon aufzählen, wollte ich gerade schon sagen. Mikrofonprobleme. Meine Homeschooling-Zeit ist in dem Satz zusammengefasst, nö, warum soll ich für sowas freigeben? Jetzt putzt die Decke. Ja, wir haben einen in der Klasse, der hat immer auf dem. Der hat halt immer auf dem Handy. Hier mit dem Handy ist er dann mit dabei. Der hat keinen PC bei sich zu Hause stehen, glaube ich. Und der hat halt immer auf dem Handy und er stellt das und legt das sich. Also der hat auch nicht mal Pop, der hat wahrscheinlich nicht mal ein Pops-Auge mit dabei. Und dann stellt er sich das so hin und dann, damit das Gesicht halt so halb drauf ist, und dann fällt das halt immer irgendwie um und dann sieht man mit Decke. Sieht man ab und zu mal nicht das Gesicht, weil für die Handykamera, das kennt man ja vom Handy, wenn das umfällt, und dann macht er sich auch nicht die Mühe, das wieder aufzustellen. Ich musste die ganze Schulzeit durcharbeiten, will ich damit sagen. Aha. Ja. Aber die Decke, das hat mich daran erinnert, die Decke war mal bei einem immer in der Kamera zu sehen. Ich nehme als nächstes Leon. Also ich denke, dass eine vegane Ernährung langfristig nachhaltiger ist als eine Alter, was? Was? wenn man Fleisch isst. Hä? Ich nehme als nächstes Niklas. Also ich denke. Der Streber. Ja, das ist halt immer so, die Mikros immer bei ist halt, es hat nicht jeder so ein professionelles Tischmikro dort stehen, und das ist halt dann immer,
Es ist halt immer, manche über ihre Handy-Mikrofone und manche haben ein Headset, ein altes, ranziges Headset, was halt irgendwie vom Vater noch übernommen wurde oder von der Mutter, was halt irgendwie noch im Schrank seit 10 Jahren rumlag und wo das Mikro sich anhört wie der letzte Rotz. Und das ist halt, das hast du dann auf dem Hör, auf dem, das hast du halt auf dem Kopf dann von den nächsten, von allen Tastenkameraden dann. Und das eigene Mikro, das ist Microsoft Teams. Microsoft Teams zerstört dir ja regelmäßig die Mikrofoneinstellung. Das ist, ich muss da jedes Mal, und einer hat gefühlt, man das Streaming Setup, man kennt's. Ja. Und dann, und so ein Mikro und so ein professionelles HD-Webcam und ein Mikro und da fragt dann, das ist auch immer dieses, immer das Typische. Ich habe zum Glück mein Mikro auf dem Tisch stehen und hängen und nicht am Kran dort über dem Bildschirm zu hängen. Und da gibt es dann auch immer in der ersten Stunde immer die typischen Fragen: Was, wozu hast du denn so ein Mikro, wozu brauchst du denn das? Machst du sowas in dem Real Life? Machst du das? Ist halt, ich ist praktisch, ist halt praktisch, wenn die Webcam bei mir wirklich nur so geht und das halt hier und mein Mikro, das ist, und mein Mikro auch. Und ohne schöne Sache, mein Schreibtisch geht, die Webcam geht, bis ich kann mal gucken, ich glaube, bis zur Brust geht das hier, also so geht man, das ist, und mein Schreibtisch geht bis, also hier so, sag mal hier so, da sind noch gut so 10 cm dazwischen, das ist halt zwischen, ja, zwischen dem, was zu sehen ist. Hier runter, weil ich kann halt hier einiges durchwerfen. Ich kann hier einen Controller drunter durchreichen, was ich gerade mache. Hier die Nintendo Switch. Ich kann es euch gerade mal präsentieren. Ich stelle mir gerade mal die Nintendo Switch auf. Stelle ich mir gerade neben den Bildschirm. Und jetzt kann ich eine schöne Nintendo Switch spielen. Das ist. Und mich schön weiter mit dem Online-Unterricht beschäftigen. Kann schön mal parallel Animal Crossing spielen. Kann hier schon mal parallel hier, während ich mal im Online-Unterricht bin, kann ich mal hier schön. Muss man nur aufpassen, dass der Ton nicht angemacht ist. Sonst fällt es auf, aber man kann hier sehr gut. Fällt nicht auf. Ja. Hallo, Herr Buschmeier. Ja, die Lehrer, die nicht mit der Webcam zurechtkommen. Das hat mich vor Lachen fast angerotzt. Ja. Darf ich die Hausaufgabe heute verbessern? Herr Buschmeier, ich habe noch eine Frage wegen meinem Referat am Dienstag. Das Big Brain. Fällt niemals, ach, das waren die Streberschüler. Das ist ja, fällt gar nicht auf, wenn man nebenbei spielt. Spielt gar nicht drauf, wenn man auf der Switch hier, wenn man die sich hinstellt und parallel an Animal Crossing spielt. Das ist halt. Mathe, gar Äpfel aufsammeln. der visuelle Hintergrund. Normalerweise sollte das jetzt Wieso der so aussehen, als Hintergrund würde ich auch schön. mitschreiben. Ja. Fällt es auch wirklich keinem auf? Habt ihr das auch gehört? Der mit den Internetproblemen. Ja, Internetprobleme, Internetstandort Deutschland. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr lange drüber reden. Das ist. Ja, Internetausbau. Da hast du immer Leute, die aus dem Dorf kommen, die dann auf dem Land leben und die dann mit ihrer Internetverbindung vom Kuhkaff dann in die Videokonferenz reinkommen und dann. Uff. Ja. Ja, also bei der A habe ich jetzt. Man versteht dich nicht, du leckst ein bisschen. Hey, ja, das Internet. Schau mal. Das Internet, Internetprobleme. Jan Feini. Bei der A habe ich 4x Quadrat und bei. Kannst du es nochmal sagen? Mach schneller. Pi habe ich bei B und die. Man
versteht dich immer noch nicht. Ey! Ja, Internetprobleme, das funktioniert, das ist ganz gut, das ist auch mal ganz, das habe ich Hand vom Mund, sieht man in der Facecam, verdammt. Internetprobleme, sehr schön. Kenne ich absolut gar nicht. Ich bin bei Vodafone, Leute, ich bin bei Vodafone. Internetprobleme. Nein, sind mir komplett fremd. Mach jetzt! So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. An der Stelle hoffe ich, dass euch das kleine Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Ideen für einen zweiten Part habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert diesen Gallo-Kanal für mehr. Leute, haut rein und... Leute, im Moment verbringt ja ungefähr jeder 50%... 50%. Ja, aber Text passieren ja auch mal. Jetzt ich Schluck auf. Kann das jetzt mal aufhören? Oh Gott. Ja, sehr schön. Schaut mal beim Philipp PSD vorbei und lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen nach oben da und schaut auch auf meinem Kanal vorbei. Däumchen nach oben, Abo da lassen. Man sieht sich. Ich muss jetzt mal, ich muss Animal Crossing unterbrechen. Hat man nicht gemerkt, oder? Weil die ganze Zeit gespielt. völlig unwahrscheinlich ist halt. Ich wollte nur demonstrieren, dass ich höre schon auf. Ich wollte gerade eine Pause machen. Wollte mir Kaffee holen. Ja. Merkt man nicht, wenn man hier will. Kann man halt hier. Hat so viel Freiheit unter dem. Hier unter dem. Wie wollte ich halt unter dem. Ist ja halt so. Die Kamera geht halt nur bis zur Brust. Das würde ich sagen. Seltsame Bewegung mit der Hand mach. Gut, na dann.